Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Spell Brigade. Runde Nummer 3 und wahrscheinlich auch erstmal für das Angezockt die letzte Runde. Zusammen mit Mario. Grüß dich. Na, hallo Menias. Wie sehen wir denn aus? Wir sehen Sonnen. Sehen wir auf jeden Fall gleich sehr viel gefährlicher aus, oder? Definitiv. Wir haben vom Reginald, das war der Zauberer mit seinem Buch in der Hand, zu der Sonnenmagierin gewechselt. Eine Sonne, die hat automatisch diese Aura, denke ich mal, drumherum, die du, glaube ich, in Runden zuvor ein paar Mal gespielt hast, ne? Genau, diesen Sonnenimpuls. Und wir gehen passend zum Sonnenimpuls in ein Lavagebiet, Pyrostorm-Grube, haben wir ausgewählt. Und ich drücke mal bereit, mal gucken, was uns erwartet. Ich bin auch aufbereit. Wir werden verbrennen. Ja, wir sind aber die Sonne, von daher sollte das gut gehen. Das passt. Okay, hier gibt's einen Wirbelsturm. Mhm. Ach du Kacke, wir können noch nicht schießen. Naja gut, wir haben halt den Schaden mit unserer Aura. Wir müssen praktisch mit der Aura die Gegner erfassen. Okay, wir brauchen was zum Schießen. Zauberschaden erhöhen. Ja. Bin mal gespannt, was der Wirbelsturm macht. Soll ich mal reingehen? Ah, er macht Schaden, okay. Was passiert denn, wenn wir uns zu nahe kommen? Also ich glaube, dass unsere Aura auf jeden Fall auch Schaden macht. Wollen wir kurz testen? Ja, wird hundertprozentig. Also wenn die Angriffe vorher... Du kannst gerne mal in meine Aura reinrennen. Wobei, wenn du meine rennst, renne ich auch in deine rein. Ja. Oh Gott, der Wirbelsturm folgt mir. Von daher machen wir das Kuscheln nach der Runde. Ja, die machen ordentlich Schaden. Also der hat mir, glaube ich, fast 100 abgezogen eben. Aber das finde ich gut dosierbar, muss ich sagen. Ich spiele es ja gerade zum ersten Mal. Erhöht die Größe, erhöht die Zaubergröße, erhöht die Sammeldistanz. Puh. Ja, Geschwindigkeit 9%, episch. Muss ich mitnehmen. Aber auch wie das Schneegebiet echt schön gezeichnet. Das ist viel Liebe zum Detail, oder? Also es. Ja, es hat so schön, ist so pastellig. Erinnere mich so ein bisschen an World of Warcraft früher und so. Das war ja auch mal so gut gezeichnet. Sehr hübsch. Okay, bei mir kommt der erste Wurm. Okay, der ist schon ein bisschen nervig. Absolut, ich flüchte auch gerade vor zwei Würmern. Level up. Ich nehme das magische Geschoss. Ich nehme die Phantomklingen. Eine Reihe von Dolchen, die nach vorne schießen. Das ist konzentrierter als in jede Richtung. Ach so, die schießen aber permanent in meine Laufrichtung. Mhm. Ah, das ist. Gut, man kann so ein bisschen lenken, indem man dann in die Richtung guckt, wo der Feind herkommt. Ja, dieses Geschoss ist sehr langsam. Neue Was müssen wir machen? Statuen zerstören, alles klar. Okay. Ich würde den Schaden vom Sonnenimpuls erhöhen. Ich nehme die Reichweite. Bei Vampire Survivors gibt es so einen alten Mann, der einen Knoblauchring um sich herum hat. Das ist so ähnlich vom Schaden. Also halt einfach nur so Flächenschaden um sich selber rum. Oh Gott, nein. Oh, der Wirbelsturm ist aber echt eine Nummer. Ist reingeraten, oder was? Ja, schon zweimal. Ist ganz gut mit unserem Ring, brauchst halt bloß dich direkt daneben stellen. Das ist cool. Eine der Statuen ist auf der Lava gespawnt und geht somit automatisch kaputt. Sehr gut. Zauberschaden um 10% von den Phantomklingen. Ich nehme Gesundheit. Kann echt nicht schaden. Bisher war Gesundheit ja immer unser Thema. Zwangsläufig. Wenn wir uns zu nahe kommen. Ja. Oh
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Nein. Boah, Mist. Da war der Fels im Weg. Reichweite. Oh, Lebensregeneration. Brauche ich. Ich nehme so viel Schaden, weil ich so unaufmerksam bin. Gut, man muss jetzt sagen, wir haben jetzt hier Samstagabend irgendwann um 9. Ja, du musst halt auch jetzt relativ nah rangehen an die Gegner. Also das macht die Sache nicht einfacher. Nee, auf keinen Fall. Plus zusätzliche Wirbelstürme in der Umgebung. Hm. Gut, 6 Stück noch. Da habe ich noch eine. Vielleicht 2 nebeneinander. So, noch 2, dann haben wir's. Wie viel Zeit haben wir noch? 44 Sekunden. Schaffen wir. Zack, erledigt. Sehr gut. Du erleidest weniger Schaden, wenn sich Feinde im Bereich deines Zaubers befinden. Verstehe ich nicht. Ich krieg doch selber keinen Schaden, außer ich habe jetzt irgendwie so einen Mörser gesetzt. Dann mache ich einen Zauberschaden höher. Was Projektile soll's? Spalten sich beim Auftreffen in 2 Teile. Das ist sehr gut. Das hatte ich eben. Das macht ordentlich was aus. Crit. So, und jetzt mache ich noch Schaden. Oh, das ist echt gut. Also gerade wenn du große Massen hast. Ich hätte seit Ewigkeit mal wieder einen Heiltrank bekommen. Ja, hier ist relativ dürftig. Sonnenimpuls, Zauberschaden 15%, aber sowas von. Ich finde es echt gut. Mir gefällt der. Nicht so deins, oder? Diese. Nee, nicht so wirklich. Lebensregeneration um 2. Das Gute ist, man kann ja auch unterschiedliche Zauber nehmen. Wenn der andere dir besser gefällt, dann. Wow! Kannst ja auch den nehmen. Ich muss halt permanent so nah ran. Also gerade an die Dinger, die hier explodieren. Finde ich nicht so gut. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Erfahrungsgewinn um 12. Nee, Abklingzeit ist gut. Ich habe jetzt eine Lebensregeneration nochmal 2 genommen. Das heißt, alle paar Sekunden steigt mein Leben um 5 Punkte. Was echt gut ist. Das ist echt gut, ja. Okay, neues Ziel. Opfer abschließen. Die ist bei dir irgendwo, oder? Oh ja, ich muss hier raus. Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie hast du die vorher gesehen? Gab es ein Symbol am Kartenrand, oder? Ich glaube, ich war einfach bloß in der Nähe. Mich hat's gerissen. Ja, durch Zufall. Tut mir leid. Ich komm zu dir. Rechts hoch müsstest du aber. Sind jede Menge Gegner. Oh Gott. Na, da hast du jetzt aber auch gut zu tun. Ich gehe unten lang. Kein Thema, schaffe ich. Kleine Sonne rennen. Ah, da unten ist auch die Opferung, sehr gut. Eins nach dem anderen. Ja. Okay, was nehme ich? Zauberschaden. Ich habe Crit ausgewählt, auch wenn ich noch nicht lebe. Mein Spielziel ist ja schon kritisch.
Okay, ich sehe dich. Ja. Ich glaube, man hat nur eine Markierung. Ja, geht. Das geht sehr gut. Flüchtet dann auch links oben. Hat nicht gelangt. Es hat nicht gelangt, was? Mario. Was? Okay, neuer Versuch. Sorry. Aber warum? Okay, wieder in der Mitte durch. Uiuiuiui. Das wird knapp. Jetzt langt's. Okay. Okay, ich glaube, ich werde sterben. Oh Gott, ich habe noch 33 Energie. Wo war die Opferung? Hier unten, ne? Ja, ich gehe mal Richtung Opferung. Auf die sollten wir uns nicht konzentrieren. Nein? Schaffen wir das nicht in 47 Sekunden? Es wird knapp. Ich gehe nochmal rein und guck mal, ob es alleine überhaupt loslaufen würde. Okay, ich bin tot. Okay. Dann komme ich jetzt in deine Richtung. Geh vielleicht woanders lang. Ja. Aua, aua. Der Wirbel. Oh Gott. Wie komme ich denn da jetzt durch, ohne zu platzen? Gar nicht. Okay, das heißt, ich bin wieder da. Okay. Ich hol mal ein bisschen weiter aus. Mhm. Also, damals, als ich mit dem Hirnsturz als Sonne durch die Gegend rannt bin und mich diese Schildkröte mit... Oh Gott. Nee, du kannst alleine wirklich nicht auslösen. Das ist sehr schade. Okay, jetzt. Jetzt nach oben dann. Nach oben, ja. Oh je. Ich muss durch die Lava. Ja, Dito. Achso, du bist hinter mir. Ich seh's. Warte. Ich geh oben rum. Ja. Bin schon wieder fast tot. Wird Zeit, dass wir Upgrades kriegen, ne? Die Gegner werden immer stärker. Ja, dadurch, dass wir so halt so nah ran müssen, um die zu töten. Okay, neues Level. Mhm. Abklingzeit, Sonnenimpuls, ja. Erhöht euren Grundschaden um 10%, nehme ich. Erweitert euren Zauber mit Feuer. Jetzt habe ich, der Sonnenimpuls hat zusätzlich noch Feuer mit drin. Ah, da fangen die Gegner an zu brennen. Okay, das ist nicht so verkehrt. Oh Gott, komme ich hier durch, ohne völlig abzufackeln? Ja, aber mit sehr viel Schaden, schade. Ah, was war denn das? War ich zu nah dran? Okay. Du bist geplatzt. Mhm. Ja, ich achte zu wenig drauf, dass ich keinen Schaden krieg, irgendwie, habe ich das Gefühl. Dann versuche ich zu dir hochzukommen. Haben wir denn mehrere Leben, was erklären würde, dass wenn wir beide tot sind, dass es trotzdem weitergeht? Oder sagt das Spiel, war mal so lahm, hören wir nicht auf? Ich habe das Gefühl, ich komme nicht zu dir. Das könnte durchaus sein. Probieren wir mal ganz jetzt nach Norden zu rennen. Dass wir ein extra Leben haben. Ne? Also würde ja irgendwie Sinn machen. Der Käfer kriegt aber irgendwie Schaden, finde ich spannend. Wahrscheinlich auch durch die Lava. Ach du Güte. Schaffen wir. Puh, das war knapp. Wo ist denn die Krabbe? Oh Gott. Oh Gott, es gibt. Nee, sorry. Das war. Okay, ich versuche sie jetzt gerade nochmal wegzuziehen. Vielleicht muss man auch erstmal in dem ersten Level genügend klarkommen, weißt du? Und genügend Erfahrungspunkte sammeln. Irgendwas knistert übrigens im Ton. Ich höre die ganze Zeit sowas, hört sich an wie ein Rauschen oder wie ein. Wahrscheinlich eins der Gegner oder sowas. Oder das Spiel spinnt irgendwie rum. Ich weiß, was du meinst. Ist wie so ein Knistern auf einer Platte. Das können aber auch irgendwie Geräusche von Gegnern sein, ne? Weil das ja, verschwindet. Die Steps. Die Schritte. Oder dass man überhaupt als Sonne rumrennt und rumbrennt.
Okay, wo bist du denn überhaupt? Südlich von dir. Du bist praktisch direkt südlich, aber das ist ein bisschen kritisch. Und da hat es mich gerissen. Ja, oh Gott. Okay. Schaffe ich. Ich glaube, du kannst mich gar nicht wiederbeleben. Ich habe gar keine Umkreisung um meinen Kadaver gesehen. Ich glaube, du musst das jetzt alleine durchziehen. Ja, überhaupt kein Problem. Die 5 Gegner. Warte mal, ich sehe doch deine Sonne. Ich versuche da jetzt hinzukommen. Attacke! Nee. Ich glaube, du kannst mich nicht wiederbeleben. Nee, das wird nichts. Oh, da hat es aber ein paar Mal gut geknallt oben. Ja, die Grünen, die sind halt auch ganz schlimm, weil die heilen halt. Komm, explodiere. Ich kann neue Sachen auswählen. Bisschen komisch, dass ich jetzt auch noch Upgrades auswählen kann. Ich versuche jetzt nochmal zu dir zu kommen. Mhm. Und ich bin nicht allein. Ja. Ah, jetzt geht's. Jetzt ist der Kreis wieder zu sehen. Okay, alles klar. Sehr schön. Okay, ich gehe nicht nach links. Das ist ein bisschen dumm. Ich nehme lieber jeden Wirbelsturm mit, den das Spiel zu bieten hat. Auch das Gefühl, wir sollten halt viel mehr von den Viechern töten, oder? Ich versuche jetzt alles auf den Sonnenimpuls zu geben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Oh, hier kommen viel zu viele. Die haben mich voll in die Ecke gedrängt. Das Schlimme ist, dass ich halt auch unterhalb von deiner Position bin. Naja, da hat der Wirbelsturm mich gerissen. Oh Mann, wie schlecht. Okay, dann komme ich jetzt in deine Richtung. Ich ziehe bloß mal kurz weg. Diese Krabbelviecher mit den zwei Armen, ob die global alles heilen oder nur sich? Ich dachte, das sind die grünen Teile, die dazwischen sind. Ach so. Dass die alles heilen. Okay, ich glaube, ich habe die jetzt alle auf meiner Seite. Oh oh. Ach du Scheiße. Lass mich durch. Schande. Ich bin Arzt. Das war jetzt richtig knapp. Nee, das ist noch nicht aktiv. Vielleicht solange eine Aufgabe läuft? Möglich. Okay, was nehme ich? Abklingzeit. Sind das viele. Du musst mal irgendwie gucken, ob du südlich noch rüberkommst. Ich muss die erstmal töten. Die Punkte nehme ich mit. Was ein bisschen schade ist, dass ich dein Leben nicht sehe. 179 von 700. Okay. Ich steig gerade ein bisschen an, weil ich halt diese 5 XP pro alle 2 Sekunden habe. Oder alle 3. Ah, du meinst die Heilung, ja, okay. Mhm. Genau. Auf jeden Fall schlägst du dich eindeutig besser, als ich das bisher hinbekommen habe. Du schreist nicht. Bumm, tot. Oh, was ist das? Jetzt kommen Riesenkrabben. Na toll. Oh, dein Ring ist da. Komm zurück. Nein, nicht gelangt. Doch, hat gelangt. Echt nicht? Warte, doch, hat gelangt. Der gibt mir nur die Chance, aus dem Mist rauszukommen. Maximale Gesundheit um 200 erhöht. Abklingzeit. Achso, aufpassen, dass ich nicht schieße. Wir müssen halt auch die ganzen
Booty hier mitnehmen. Oh Gott, zweimal Wirbelsturm. Und ich krieg sie beide. Ich habe die Größe des... Ich geh auf Abklingzeit. Oh, yes. Wir müssen mehr schießen. Richtig viele Punkte. Hier ist ein Trank, den hole ich mir. Sehr gut, ich habe nämlich nicht mehr viel Leben. Es könnte sein, dass hier gleich Feierabend ist. Level up. Oh. Erhöht das Glück. Glück, ich mache mal episches Glück. Was heißt Glück? Ausweichglück. Ich habe nur noch 98 Leben. Ich glaube, der nächste Wirbelsturm. Oh Gott. Könnte wehtun. Aber wenn ich einem Wirbelsturm folge. Ja. Ich brauche irgendwo Leben. Dann wird mich ja kein zweiter in dieser Nähe erwischen. Oh Gott, nein, ich bin schon wieder in der Falle. Ich probiere noch vorbei zu kommen. Au, 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 die tun mir weh. Ich glaube an dich. Bei mir ist ganz im Osten ist auf jeden Fall. Oh Gott. Ein Heiltrank. Das wird nichts mehr. Ich habe noch eine Rolle mitgenommen oben. Blutgeschwindigkeit. Je weniger Lebenspunkte du hast, desto mehr erhöht sich deine Geschwindigkeit. 50 Lebenspunkte zurück, wenn man einen Angriff ausweicht. Na, das hoffe ich, kriege ich jetzt hin mit dem Ausweichen. Bitte gib mir die Lebenspunkte. Ich muss jetzt in der südliche durchkommen. Okay, das war's. Ich bin ganz. Ja, ich sehe es. Versuch zu dir zu kommen. Jetzt habe ich wieder das Knistern. Gleich daneben ist auch ein Trank. Okay, oh Gott, ist das viel, was hier rummacht. Ja, du kannst jetzt hier ist ein Trank. Auto hier ist ein Trank. Sehr schön. Das leuchtet noch nicht. Ich leuchte noch nicht, ja. Ich muss oben rum versuchen, wegzukommen. Nein, 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 nein. Danke. Ich versuche nochmal eine Runde zu laufen. Na, ich glaube, links unten sehe ich, wann ich aktiv bin. Ah, okay. Oder wenn. Ah, was nehme ich denn erhöht? So einen Impuls. Ich habe die Abklingzeit nochmal erhöht. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt in meine Richtung gehst. Probier's. Okay, ja, müsste funktionieren. Weil links unten über dem Level wird so ein Ring angezeigt, der. Okay. Der hat sich gerade erst vervollständigt. Ich glaube, du solltest doch nochmal einen anderen Weg einschlagen. Ja. Oh, da unten sind so viele Punkte. Nehmen Sie mit, nehmen Sie mit. Dann lass mich erstmal. Naja, das Problem ist, dass ich. Genau, das ist das Problem. Okay. Oh, wir haben noch ein Level. Du bist am Leben? Da. Ich bin am Leben. Cool. Guck mal, links unten über dem Level. Da hast du wahrscheinlich auch so ein Rad, was dich voll macht. Ja, ich sehe, was ich voll mache. Okay, das wird sein. Das wie voll ist das? Ein Zehntel. Okay. Das heißt, dauert. Ich kann mir Zeit lassen. Ich sag dir Bescheid, ja. Das werde ich wohl nicht schaffen. Oh je. Platz ohne Ende. Da ist ein Punkt. Ja, es... Neue Zielsetzung, was denn jetzt? Naja, natürlich noch ein Bosskampf. Hier sind zu viele Punkte. Mhm. Na, ob ich nochmal wiederkomme? Ich habe jetzt ein Viertel, ist jetzt aufgeladen, der Kreis. Ja. Gott, was ist das denn? Siehst du? Oh, ein Kraken, ja. Ich sehe ihn. Oder sieht für mich gerade aus wie ein Krake. Mhm. Ich laufe einfach noch ein paar Runden. Heiltrank. Ja, gesehen. Haha. Ausgetrickst. Und vorbei. Die Hälfte ist auf. Ja, ich werde eine ganz gemütliche Runde hier noch machen. Hier schön vorbei. Ja, ganz entspannt.
Latz ohne Ende. Okay, wir gehen hier lang. Kommst du da noch vorbei? Oh Gott, das wird... Klar, das schaffen wir. Guck mal, ohne Schaden. Nicht rein. Schaffen wir ohne Schaden. Oder unten ist eine Truhe. Muss nur einsammeln. Okay. Nein! Okay, ich gehe noch eine Runde. Kann ich kurz vorbei hier? Oh. Aber die Gegner durch die Lavafelder zu ziehen, ist ja auch irgendwie sinnig, weil sie kriegen dadurch auch Schaden. Mhm. Okay, also immer noch 3/4 Wiederbelebung. Und wir brauchen die Punkte abgreifen. Oh Gott. Überhaupt kein Thema. Na, ich glaube, du musst wirklich so große Runden laufen, wie du es gerade machst. Okay, jetzt, also wenn ihr jetzt in meine Richtung... Oh, da können ja 2 von den Riesenkrabben. Und ein Kraken, natürlich. 2 Riesenkrabben, Kraken, alles dabei. Für eine schöne Kalamari. Ja. Okay, das ist jetzt uncool. Ja, das ist jetzt richtig. Muss jetzt durch. Boah. Ohne Schaden. Uff, Sonnenimpuls. Erhöht den Zauberschaden. Grundschaden um 10. Wenn ich nochmal leben sollte, hilft's uns. Klar, das schaffen wir. Total einfach. Oh Gott. Boah, Mario. Schaffen wir. Alles im grünen Bereich. Nein, das ist nicht gut, was du machst. Geh nochmal eine Runde. Erstmal zu mir ziehen. Ja. Raus da. Boah, 180 Schaden hast du kassiert. Das war jetzt so clever. Komm, durch hier. Oh Gott. Die Musik ist auch leicht hektisch geworden. Echt, bei mir ist die nur noch total entspannt. Hör ich die ganze Zeit. Das hab ich nicht. Schon wieder? 100 Schaden, ja, gesehen. Oh, Jesus. Wie lang? Hunde wollt ihr ewig leben. Aber was natürlich jetzt sein könnte, wenn du ablebst, dass wieder das Leben kommt und wir noch weitermachen dürfen. Oh Gott, nur wie viele Punkte? Ja. Okay, ich hole dich jetzt. Ja, das ist aber Lava. Wie willst du da durchkommen? Ich schaff das. Okay. Okay, ich schaff das nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist ein bisschen viel los. Okay, wir gucken dir zu. Du ziehst es jetzt hier durch, habe ich gehört. Klar. Oh Gott, weg. Ich okay, und komme ich wieder? Du müsstest wieder da sein? Ja. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, du musst anscheinend im schlimmsten Fall... Oh, wie soll ich nach Norden oder Süden? Das ist egal, einfach nur weg. Versuch einfach zu überleben, bis bei mir dieser Heiligenschein voll ist. Okay. Ja, hat geklappt. Ja. Das war sehr schön. Hat funktioniert, die beiden Sonnen waren erfolgreich. Plötzliche Wiederbelebung kann jetzt während einer Mission gefunden werden. Ah, cool, interessant. Ja. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend beim Zuschauen wie wir beim selber Spielen. Schaut auch bei Mario vorbei, seine Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und vielleicht habt ihr selber Bock auf Spell Brigade. Wir kriegen davon nichts, wir haben nur die Keys gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Genau, und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal gemeinsam zocken vielleicht. Mal gucken. Lasst uns wissen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Uns hat Spaß gemacht. Bis dahin. Bis dann.